wo Riesen schliefen und der Teufel Kuchen naschte. Einst soll es Riesen in Mecklenburg gegeben haben. Wer wissen will, wo sie lebten, sollte nach großen Steinen Ausschau halten. Diese wurden von Eisbergen vor langer Zeit aus dem Norden hierher geschoben. Weil es so schön ist, einen riesigen Stein zu finden, hießen sie Findlinge. Wenn aber mehrere Findlinge geordnet im Wald stehen, hatten die Leute Angst. Dies konnte nur das Werk von Riesen sein. Nahe der Stadt Grevesmühlen, beim Örtchen Naschendorf, stehen etwa 50 Findlinge. Einige sind so groß wie erwachsene Menschen und zusammen sehen sie aus wie das Bett eines Riesen. Die Menschen hatten früher einigen Ärger mit den Riesen. Alle wollten in dem gleichen Wald wohnen und so zankten sie. Wenn ein Riese starb, waren die Menschen deshalb nicht traurig. Sie kamen herbei und schütteten ihn mit Erde zu. So wurde sein Bett zum Grab. Irgendwann starben alle Riesen aus. Weil man die Riesen auch Hünen nannte, hießen die Steine, die da liegen, wie ein großes Bett, immer noch Hünenbetten. Nicht weit von den Hünenbetten entfernt liegt der Teufelsbackofen. Hier sind große Steine wie ein Backofen zusammengesetzt. Darin sollen die Riesen ihr Brot gebacken haben. Später, als sie ausgestorben waren, kochte hier der Teufel sein Süppchen. Nun ist es ja wohl klar, warum es Naschendorf heißt, oder? Seeungeheuer gesucht. Ein Fischer fuhr eines Tages, es ist schon über 100 Jahre her, mit seinem Kahn hinaus auf den Schweriner See. Er warf wie gewohnt sein Netz zur Seite ins Wasser, wandte den Kopf und schaute erschrocken nach vorn. Dort saß ganz plötzlich auf einer Bank ein behaartes, affenartiges Ungeheuer. Er wagte nicht, es wegzujagen. Vorsichtig arbeitete er am Heck weiter und schaute ängstlich auf den ungebetenen Gast da vorn. Wollte er weiterrudern, dann müsste er dem unheimlichen Wesen den Rücken kehren. Das war ihm zu gefährlich, also wartete er. Doch das Ungetüm blieb sitzen und starrte ihn an. Da nahm der Fischer sein Ruder und schlug auf das Unwesen ein. Das schrie auf und stürzte in den See. Weil es so groß war und der Fischer das Gleichgewicht verlor, kippte der Kahn um. Der Fischer fiel ins Wasser. Er konnte nicht schwimmen und ertrank. Der Kahn folgte ihm in die Tiefe des Sees. Einige in Schwerin behaupten, dass manchmal um Mitternacht Fischer und Ungeheuer gemeinsam an die Wasseroberfläche kommen. Man erkennt das am Plätschern im Schilf.